Die Butter in einem Topf schmelzen, abkühlen lassen. Milch mit 100 ml lauwarmem Wasser, 1,5 Teelöffel Salz, Zucker und Hefe in einer großen Schüssel verrühren, bis der Zucker aufgelöst ist. Das Ei, die Butter und beide Mehlsorten dazugeben und alles mit den Knethaken des Landrührgeräts verkneten. Den Teig auf eine Arbeitsfläche geben und weiter kneten, bis er nicht mehr klebt und gut zusammenhält. Eventuell etwas mehr Mehl einarbeiten. 2. Die Schüssel säubern und mit Olivenöl einfetten. Den Teig zu einer Kugel rollen und in die Schüssel geben. Mit Frischhaltefolie abdecken und an einem warmen Ort eine Stunde gehen lassen. 3. Die Mini-Mozzarella abtropfen lassen und in ein wenig Mehl wenden. Den Teig in 15 gleich große Portionen teilen und zu Kugeln rollen. Die Teigkugeln flach drücken und je 1 Mini-Mozzarella in die Mitte legen. Den Teig um den Mozzarella schließen und mit der Verschlussseite nach unten erneut zu Kugeln rollen, bis sie fest verschlossen sind. 4. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Einen Kreis aus 6 Teigkugeln in die Mitte des Backblechs legen. 3 weitere Kugeln darauf verteilen, eine Kugel in die Mitte legen. Die übrigen Teigkugeln außen um den Kreis legen, dabei immer ein wenig Abstand zwischen den Kugeln lassen. Mit Frischhaltefolie abdecken und erneut 40 gehen lassen. 5. Den Backofen auf 190 Grad vorheizen. Das Brot mit Olivenöl einpinseln und mit Oregano bestreuen. Im Ofen, Klammer auf unten, Klammer zu, in 35 Min. Goldbraun backen.